Ey Leute, was geht? Sloy HD ist hier und so. Im Hintergrund seht ihr ein Zeitrennen auf der Map. Auf der Map, Entschuldigung, verspreche vor der Win. Auf der Map Trackmania. Und ja, naja, wie es ausgeht, sag ich mal nichts, könnt ihr euch ja angucken. Ich habe das Spiel unten in. Ich habe das Spiel schon mal beschrieben, wie das ist. Ich verlinke nochmal den Link zum Video unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch angucken, was der Sinn des Spiels ist. Aber das müsstet ihr auch jetzt eigentlich hier am Gameplay sehen. Wie ihr jetzt seht, ist einfach das Ziel gerade im Moment einfach durch ein Tor zu kommen. Das sind echt so geile Strecken. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Was heißt besonders? Diese Momente. Ich habe jetzt hier 6 Stichpunkte. Ne, es sind sogar 7. 7 Stichpunkte, die so mir gerade so eingefallen sind, was diese Momente, also welche mich am meisten so eigentlich ankotzen. So, zum Beispiel hier als erstes habe ich dieser Moment, wenn dein Nachbar dich nicht abschreiben lässt. Ey Leute, ihr glaubt's mir nicht, ich schwöre, ich hatte das gerade erst am Donnerstag. An dieser Stelle Gruß an meinen Nebensitzer, ja, genau an dich. Ich schwöre, wenn du mich nächstes Mal nicht abschreiben lässt, ey, dann, ich schwöre, dann klatscht hier. Naja, okay, gehen wir weiter. Wenn irgendwas. Was? Ah, wenn du in irgendwas voll glücklich reingehst, aber dann es voll verkackt hast. Kenne ich auch zu gut. Mein Gefühl, in die Englischarbeit, in die Englischprüfung reinzugehen, war eigentlich ganz okay, weil die Proben dazu oder die Vorbereitung eigentlich ganz gut war. Und ja, dann bin ich halt mit der Note 4,2 aus der Prüfung rausgegangen. Naja, passiert. Dafür habe ich in Mathe 1,1 gehabt. Nur so nebenbei. Naja, egal. Wenn du in der Schule. Nee. Ah, genau. Jetzt habe ich es hier. Wenn man sagt, also als Ausrede, wenn Hausaufgabenkontrolle ist, und dann halt dieser Moment, wenn du sagst, du hast deine Hausaufgaben vergessen, aber im Hintergrund ganz genau weißt, es ist ja nicht so. Ich habe meine Hausaufgaben nicht vergessen. Ich weiß ganz genau, dass wir Hausaufgaben hatten. Das darf auch der Lehrer ja nicht wissen. Ihr wisst. jo. Und was haben wir dann da noch? Wenn fast alle Mitschüler die Hausaufgaben nicht haben, aber sie und drauf bestehen, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Leute, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, wie peinlich. Ah, ja, genau. Also, es geht darum auf jeden Fall, wenn alle, also dieser Moment, wenn alle die Hausaufgaben nicht haben, aber es gibt einen Schüler, ehrlich, ein einziger Schüler, der will die Hausaufgaben kontrollieren lassen. Wobei er eigentlich ein bisschen Kameradschaft zeigen müsste, dann. Naja, dann wäre es nicht so. Kenne ich ebenso, ganz gut sogar. Es war echt mehr als die Hälfte, die Hausaufgaben nicht hatten. Und dann waren 4, 5 Schüler, die hatten die Hausaufgaben und die haben drauf bestanden, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Ist ehrlich keine gute Aktion gegenüber der Klasse. Ah ja, genau. Und dann dieser Moment, wenn man drauf hofft, dass der Lehrer krank ist, aber dann auf einmal kommt einer und sagt, nein, ich habe ihn schon heute gesehen. Kenne ich auch nur zu gut, ehrlich. Also, wenn der Lehrer so 5 Minuten nicht im Klassenzimmer ist, sondern du denkst, ah ja, Mann, jetzt ist der nicht da. Heute ist der nicht da, da mach ich du Party. Und dann, du wartest und wartest. Und dann auf einmal kommt einer und sagt, nein, der ist da. Was ist da los? Was ist da los? Scheiße. Auf jeden Fall, was noch ist, jetzt mal eine Frage. Wieso bricht bei mir jetzt die Runde ab? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal, ich mache es auf jeden Fall kurz fertig. Und dann noch dieser Moment, wenn du richtig. Ah, ja, dieses lasse ich mir lieber weg. Und was noch als letztes Moment ist, dieser Moment, wenn ein Mädchen dir schreibt, dass sie geil ist. Also, ehrlich, Mädels, es sind viele geil, aber nicht alle. Und, ja, also bitte, Einbildung ist zwar auch eine Bildung, wie man so schön sagt, aber. Bitte nicht zu eingebildet, das ist sehr nett dann, das wäre wirklich sehr nett gegenüber den Jungs und so. Leute, das war's dann auch schon wieder mit den 6 Momenten jetzt in diesem Fall. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal für mehr und dann sage ich einfach nur, haut da rein.